Diesmal werde ich die niedrigsten Mana-Kosten picken. Ich werde den Warlock nicht nehmen, weil der aus den Klassen ein bisschen heraussticht mit seiner Klassenfähigkeit. Dadurch, dass Karten sehen kann, ist er für Low-Mana-Kosten auf jeden Fall viel besser wie die anderen Klassen. Deshalb werde ich Mage oder Warrior nehmen, da ich nur ein Quest für Warrior habe, nehme ich einen Warrior. Okay. Interessant. Upgrade oder Blazel Corsair? Da werde ich das Upgrade nehmen. Blazel Corsair ist nicht sonderlich gut und das Upgrade ist zwar auch nicht sonderlich gut, aber immerhin habe ich eine Option auf eine Waffe. So, Battle Rage oder Bluegill Warrior, da nehme ich jetzt, naja, das Problem beim Battle Rage ist, wenn ich sehr viel billige Karten habe, dann habe ich oft Minions, die einfach nie damaged sind, weil sie nur einen Hitpoint haben oder so. Ich werde den Bluegill Warrior nehmen, weil Charge ist da relativ gut. Da kommt wohl ein Infiltrator. Ein Slam, Execute oder Argent Squire. Ich nehme Execute. Nur Slam. Der Argent Squire ist definitiv besser als der Man of Raider. Young Dragonhawk. Execute. Ich werde nicht den Amorsmith nehmen. Ich werde den Commanding Shout nehmen. Und zwar aus dem Grund, sollte der Gegner zum Beispiel einen Sentient Shieldmaster oder sowas haben, muss sie vier Minions reinopfern oder so. Mit dem Commanding Shout sterben sie nicht dabei, das ist schon okay. Der Amorsmith bringt mir wahrscheinlich relativ wenig, weil der Armor bringt mir jetzt nicht so viel. Ich muss schauen, dass ich den Gegner schnell down kriege. Dann nehmen wir einen Bloodfang Raptor. Ein Acidic Swamp Boost finde ich generell deutlich besser wie die Iron Big Owl, aber ich glaube, die werde ich brauchen. Wobei, ich habe Executes und ich habe Slam. Gut, nehmen wir einen Acidic Swamp Boost. Fiery War Axe ist top. Noch ein Fiery War Axe ist topper. Taunt. Also ein Taunt, der war einfach billiger. Sophorgen Infiltrator oder Grimscale Oracle. Ich habe keinen Grund für einen Grimscale Oracle. Nicht den geringsten Grund dafür. Nur wegen einem Bluegill Warrior, nein. Slam. Leider nur Shield Barrier. Hat mich schon so angelacht. Battle Rage. Ja, gut, Cold Light Oracle ist in Ordnung. Das ist in dem Fall gar nicht so schlecht. Ich habe einen Vierer drauf. Morgen Infiltrator. Schade, in die Fiery Bullets. Dann kommt der Amorsmith. Rampage. Elven Archer. Oh Mann, das wird was werden. Nur ein Elven Archer. Und Whirlwind, mit dem kill ich mir selbst wahrscheinlich mehr wie ein Gegner. Ein Shieldblock, wenn man da zwei schöne Vierer drauf hat. Irgendwie hat man da mehrmals so 5er, 6er Drop und dann kommt mit irgendeinem Bild zu mir erklären. Kleiner Kram, den man nehmen muss. Charge zum Beispiel. Upgrade. Gut. Das wird was werden. Die Chance, dass man. Dass ich ein paar, also, ich habe sogar ein paar Card Draws mit Slams und Battle Rage und vor allem allerdings am Commanding Shout und am Cold Light Oracle und Shieldblock. Ich habe eigentlich gar nicht so wenig. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Card Draws. Removal habe ich auch gar nicht so wenig eigentlich. Executes, Elven Archers, Upgrade. Aber ich habe eigentlich nicht wirklich einen Schaden.
Also dafür, dass ich so billig gepickt habe, sind es eigentlich recht viele Spells und wenige Minions, die ja wirklich einen Schaden machen. Also ich glaube, ich werde da einfach irgendwo verhungern mit dem Deck. Ich habe das vorher jetzt schon mal ausprobiert, allerdings habe ich dabei einfach viel zu schlecht gespielt und weil ich viel zu wenig aggressiv gespielt habe. Und das werde ich jetzt versuchen, ein bisschen besser zu machen. Das ist voll in Ordnung. Minions ist gut, gerade gegen einen Priest. Und wie gesagt, ich habe sehr viele Spells drinnen, mir ist es lieber, ich ziehe viel Minions. Wobei Fiery War Extra sehr gut gewesen wäre. Eigentlich keinen Grund für mich, die Coin zu behalten. Aber mehr Schaden auf ihn. What you want? Ich spiele jetzt das Slam ohne Karten zu ziehen. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass mir die Minions nicht ausgehen. Und der Bluegill Warrior ist ein Minion, auch wenn er nicht ganz so ausschaut. Den muss ich leider traden. Don't mess with Tusk. My apologies. Nein, ich hätte den killen sollen, der ist gefährlicher. Warum habe ich das gerade so gemacht? Jetzt kann ich mal den einfach tauschen. Das war jetzt. Ja, ich habe da jetzt ein bisschen zu viele Optionen in der Hand gehabt und einen Blödsinn draus gemacht. Ich habe nämlich ständig mir überlegt, den Coldlight Oracle zu rampagen. Das war jetzt nicht gut. Okay, aber er hat eindeutig nur einen Plan. Das ist das. Möchte den killen.
Ja, den möchte ich schon killen. Ich bin jetzt sehr froh, dass er mir das Cold-Light Oracle nicht gekillt hat. Wie soll ich sonst jemals zu einem Damaged Minion kommen, wenn alle meine Minions nur einen Hitpoint haben? So, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich den überhaupt abräume, weil ich kann da 10 Schaden machen. Schauen wir mal, was ich da ziehe. Ha. 10 Schaden bringen wir auf 6 und dann killen wir den und ich habe nur einen 11er Schaden, sonst nichts. Das ist nicht gut. Ich muss den leider killen. Er wäre zwar jetzt auf 6, ich hätte nur einen Charge, aber naja, also wenn er sich halt heilt oder irgendeinen Hand oder sonst irgendwas hat, dann geht es nicht aus. Ich glaube, dann schaut es jetzt gut aus. Ja, oder? Das sind 2, 7, 9 Schaden. Ich brauche jetzt nur irgendwie. Irgendwas mit Armschaden, ja. Irgendwas mit Armschaden brauche ich. You shall not pass. Strike. Also einfach ein Minion mit einem Schaden hätte es jetzt da. Aber nein, jetzt ist er Shield Bear. So, jetzt wird das gleich. Was? Okay, warum hat er denn das nicht einfach gekillt? Die hätten jetzt nämlich nicht killen können, außer ich hätte mit dem Commanding Shard nur einen Kaffee gezogen. Und das wäre vielleicht ein Minion mit einem Schaden gewesen. Na gut. Außerdem hätte er sie nur heilen können, glaube ich auch. Ja. Das war ein bisschen komisch. Wer weiß, es kann gut sein, dass sie das vielleicht sogar noch hätte gewinnen können. Also der Win jetzt lässt mich sogar auf 2 Wins hoffen. Fiery War X ist toll, Warm Infiltrate ist auch in Ordnung. Cold Light Oracle sind, also ist eigentlich ja sehr gute Karten für mich. Das Einzige, was ich halt nicht möchte, ist, dass der Gegner Flächenschaden oder Taunt zieht. Das
Eine verschwendete Axt, aber ich muss die wegkriegen. Lass mal bei einer zweiten. Also ich hau einfach drauf, so gut es geht. Leider cleart er meine Minions. Stört mich jetzt eigentlich überhaupt nicht, dass er das so spürt. Strike. Den räume ich ab, dann kann ich nächste Runde nämlich rampagen. Die Axt könnte man jetzt nur auf, vielleicht kriege ich noch Upgrades. Also mit der Hand stört ihn der Mana Ray wahrscheinlich mehr wie mich. Das Gute ist, er kann dann jetzt auch nicht so leicht loswerden, weil er nicht einfach in einen Shieldbearer sacrificen kann, weil er einfach zu wenig Schaden macht. Alles auf ihn. Flame Strike. So, ich glaube, das war's. Die zu Whirlbinden setzen in der Haus. I am the blade of the gods. Also Whirlbind möchte es verwenden, um was zu executen. Ein Priestess of Elune ist jetzt nicht unbedingt das Ziel, das ich gerne exekuten würde. Archmage eher. War jetzt eigentlich recht gut abgeräumt. Leider habe ich jetzt keine Waffe mehr. Und keine Karte. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie das weiterkommt. Als ob er gewusst hätte, dass das genau mein stärkster Minion ist, den ich habe.
Ich hätte es jetzt auch nicht spielen brauchen. Es wäre eigentlich gescheiter gewesen, jetzt nicht gespielt. Somit weiß er zumindest, ich habe irgendeine Karte in der Hand. Und der kann nicht eine City Swamp spielen, um das zu zerstören. Das wäre eigentlich nicht wirklich ein guter Grund. Also es hat eigentlich keinen Grund gegeben, den jetzt zu spielen. Also ich sehe das schon komplett als verloren. Ich habe einfach in dem Deck nichts drinnen, mit das gegen ein Board Control was machen kann. Also der wird nur, also die beiden können wir wahrscheinlich jetzt die nächsten 5 Runden komplett aufhalten. Na gut. Oder auch nicht. Vielleicht stehe ich einfach ein paar Heilplatz. Ja, gut. Da waren ein paar Fehler drinnen, aber generell glaube ich nicht wirklich, dass ich da eine Chance gehabt habe, das jetzt zu gewinnen. Ein Flamestrike macht mir einfach platt. Priester! Das ist mir definitiv lieber als Mages. Das gefällt mir eigentlich. Das sind 12 Schaden auf Fiery Vortex mit Upgrade. Greetings. Da starte ich so. Ich möchte so schnell wie möglich so viel Schaden wie möglich machen. Der Shieldbearer macht halt nicht so viel Schaden. Den kann ich nicht slammen. Na gut, dann leider so. I've got the beast in my sights. Als ob er wüsste, dass ich nichts hab, was so viel Schaden macht. Erstmal alles runterlegen, was Schaden macht bei mir. Also über längere Zeit. Bei der Axt macht es nicht wirklich einen Unterschied, ob ich. Okay. Der Spielzug hat mich jetzt überrascht. Shadow Madness und Silence für einen Arsch ins Choir. Upgrade on Warg Infiltrator. Neun Schaden liegen noch, aber das ist trotzdem nur ein weiter Weg. Ich habe nur 2 Schildbearer in der Hand. Ja, na schau, Holino hat dann gescheit.
Ja, Rampage wäre jetzt vielleicht nicht so blöd gewesen, weil dann hätte er Holy Nova überlebt. Vielleicht für Shadow of Death. Also ich glaube, er hat kein Shadow Word Pain mehr, weil sonst hätte er es wahrscheinlich schon gespürt. Shadow Word Death hat er aber vielleicht, ne? Schauen wir mal, was wir da ziehen. Das ist nicht so schlecht. Wie viel Schaden kann ich denn jetzt machen mit einem Rampage? Da zieht er zwar dann leider eine Karte. Das sind 5, 10, 14 Schaden. Ja, passt doch. Also ich war mir nicht sicher, ob ich den Quest schaffe. Also zwei Wins zu machen. Vier Hitpoints und wird zum Beispiel Fiery War X überleben. Wie heute. Okay. Ist glaube ich die einzige Karte, die recht gut mit Rampage funktioniert. Ja gut, Shield bei Ra. Leider kein 1er Drop. Na gut, da passiert einfach mal gar nichts. Haben wir es mit. Bin mir nicht sicher, ich glaube, das Charge bleibt am Minion. Schon eigentlich nichts an die Land of Turn. Oh Mann, das ist echt nicht wirklich das, die Hand, die am meisten Druck macht. Man kann jetzt dann Whirlwind Rampagen. Okay, ich muss zugeben, das ist jetzt durchaus unterhaltsam. Das war ein super effizienter Move eigentlich. Ja, super effizient. Ich habe drei Karten gegen drei Karten. Zwei Karten gegen zwei und er hat ziemlich gebufft. Oder einen dritten. Ja, super effizient war es nicht. Aber es war schon ganz gut.
Ich brauche jeden Damage, den ich kriegen kann, auch wenn es Elfen Archer sind, die auf ihm schießen. Hätte er eine Waffe gehabt, hätte das. Nicht gespielt. Ich kann den anderen mit Charge spielen. Warum ich da jetzt noch nicht angreifen habe, sollte er Upgrade ziehen, kann man das nochmal viel bringen. My blade be thirsty. Armor, major fit. Mhm. So, jetzt schaut es unglaublich schlecht aus für mich. Das hat sich sehr schnell geändert, das Blatt. Fünf Schaden reicht nicht. Jetzt hätte ich gern noch einen Charge. So, und jetzt bin ich innerhalb von wenigen Runden tot. Ich könnte auch den killen, nur das auch ist, das bringt mir höchstens ein bisschen Zeit und nicht den Win. Der Bluegill Warrior ist ein Schlüsselobjekt für meinen Win, sollte ich gewinnen wollen. Schaut nicht so gut aus. Nächste Runde war ich das. Hm, hätte den Acidic Swamp Ooze vorher gespielt. Wie ich gesagt habe, ich kann ihn auch mit Charge spielen. Wäre es vielleicht sogar ausgegangen. Also es könnte sein, dass ich es jetzt einfach verspielt habe. Der Acidic Swampus hätte wahrscheinlich, also 3 Schaden hätte er ziemlich sicher gemacht und vielleicht nur einen weiteren Angriff. Das wäre es halt dann gewesen. Also es kann gut sein, dass ich das einfach verspielt habe wegen dem Acidic Swampus. Leider zum Schade. Aber in Hearthstone zählt halt jeder Fehler. Gerade in der Arena ist es dann immer. Ja, also man kann durch einen Fehler einfach gleich mal so viel früher ausscheiden in der Arena. Aber ich glaube, es ist nicht so viel früher mit diesem Deck. Paladin. I will fight with honor. Victory or death.
Da wäre mein Elven Archer vielleicht sogar aufgehalten wegen den Silverhand Recruits. Upgrade ist vielleicht auch nicht so schlecht gegen die Dudes. Das brauche ich eigentlich alles erst später im echt Schaden machen. Nehme ich halt mal die Wahl. Okay, der Bloodfin Raptor ist gut. Also wie gesagt, beim Paladin gehe ich davon aus, dass er Minions hat, die wenig Hitpoints haben. Give me a quest. Ja, auch den muss ich leider killen. Bitte kein Consecration. Also mit Elven Archer Execute habe ich noch eine gute Antwort auf irgendeinen fetten Taunt. Vielleicht kriege ich nur ein weiteres Upgrade. Das Blöde ist halt, der Paladin hat viele Möglichkeiten, sie zu heilen oder zu taunten. Zu blöd, dass ich wahrscheinlich keine Möglichkeit finden werde, diesem Dragonhawk Rampage zu geben. Schauen wir mal, was wir da kriegen. Wargen Infiltrator. Na gut. Ich habe noch 4 Schaden da liegen. Das heißt, 9 muss ich noch machen. Aber okay. Das ist nicht gut. Muss ich eigentlich machen. Ja, kann leider sein, dass er... Drink with me, friend. Was? The
Er hat sich gerade quasi sein Blessing of Wisdoms zerstört. Er hätte da den auf den Handzug nehmen können, nur mal ausspülen und dann wieder einen Schüttel geben können. Das war ziemlich mies. Gut. Nicht das Tragischste, was mir so passieren kann. So. Bin mal gespannt, was er jetzt so gezogen hat. Es könnte nämlich ausgehen, dass er uns ins nächste Runde killt. Also ohne Heal und ohne Taunt. Und ohne Flächenschaden. Wir haben ein paar Konditionen, aber es geht. Das ist alles super Gast. Ich meine, die kriegen jetzt schon weg, aber dann fallen wir halt wieder 6 Schaden. Vier Schaden wird jetzt allerdings sehr schwierig. Und mit einem Charge hätte ich vielleicht eine Chance, dass ich das kriege. Ja, das war auch etwas seltsam gespielt von ihm. Hätte den dafür verwenden können. Sechser Drop. Elf, zwölf, 13. You shall not pass. Schade, dass ich keinen Heroic Strike oder sowas gezogen habe. Das wird sich schön ausgehen. Also ich glaube, da gibt es eigentlich nichts, was ich ziehen kann, was man dann irgendwie was retten könnte. Besseren habe ich leider nicht. Arcane Golem wäre auch sehr schön gewesen. Ja, also mit den super billigsten Karten geht nixig. Natürlich gute, billige Karten zu verwenden, das ist natürlich ein Unterschied, da kommt man schon vielleicht weiter. Allerdings ist das eben dasselbe Problem, wenn man auch wenn man gute, billige Karten hat, Flächenschaden zerstört einen ziemlich und man kommt dadurch recht leicht einmal in die Situation, wo man einfach keine Karten hat und dann verliert man einfach. Und gerade in der Arena, die Chance, dass sowas passiert, ist jetzt nicht so klein, dass die Karten mal auslaufen und je niedrigere die Chancen sind von einem Deck, wo sie einfach in einen ziemlich sicheren Loss reinlaufen, desto weiter kommt man einfach in der Arena. Und das geht einfach bei so sehr viel billigen Karten meistens nicht so gut aus. Gut, das war ein Low Mana Cost Arena. Ich wünsche euch noch viel Spaß und man sieht sich hoffentlich bald wieder. Ciao!